Hallo, herzlich willkommen hier zu meinem nächsten Tutorial auf meinem Tutorial-Kanal bei YouTube, wo ich mittlerweile festgestellt habe, dass wir es geschafft haben, der größte deutsche Ableton-Tutorial-Kanal der Welt zu werden. Leute, ihr könnt stolz auf euch sein, ihr habt eine Menge geschafft. Ja, nichtsdestotrotz heißt es ja nicht, dass wir im völligen Stillstand leben, nur weil wir jetzt die Großen sind, ne? Wir wollen natürlich auch weitermachen. Und heute behandeln wir ein Thema, was wir eigentlich so noch gar nicht hatten. Und zwar wollen wir uns heute über den Sampler unterhalten. Ich hoffe, euch ist aufgefallen, dass ich ein neues Mikrofon habe. Extra für euch natürlich angeschafft. Ich habe es im letzten Tutorial auch schon mal gesagt. Und wie auch immer. Naja, auf jeden Fall kann dieses Mikrofon tolle Sachen machen. Zum Beispiel, das ist jetzt gerade eine volle Wasserflasche, so eine Plastikflasche. Gegen die haue ich gegen. Und da wir den Sampler behandeln wollen, möchte ich auch was mit Samples machen. Also, hören wir mal hin. Und ich hau da mal ein Feuerzeug gegen. Voll cool. Wir stoppen die Aufnahme. Ich sagte, wir stoppen die Aufnahme. Und wir hören jetzt mal rein. Voll cool. Naja, ich mag meine eigene Stimme nicht hören. Aber wir stellen fest, dass wir den hier wirklich sehr gerne mögen. Entschuldigung, es gab gerade so ein geiles Essen. Ich habe gestern gekocht, gab es heute aus der Mikrowelle. Voll cool, Mann. Diesen Bereich mögen wir hier. Das heißt, diese Auswahl loopen wir uns und wir stutzen das Sample. Und haben jetzt hier quasi 1000 Möglichkeiten, dieses Sample schon mal zu bearbeiten. Und da sind auch wirklich lustige Sachen. Aber nun hat ja ein spezieller YouTube-Frager, der immer fragt, gefragt, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen Simpler und Sampler und was kann der Sampler eigentlich? Er hat wohl schon mal im World Wide Web danach geguckt, was der Sampler kann. Und wenn man bei Google mal so Sampler eingibt, dann findet man ganz tolle Geräte, so wie sie vor mir stehen. Die haben dann so Tastatur und dann gibt es auch das Ganze in Kastenform, 19 Zoll Rackform. Und dann gibt es so 1000 verschiedene Sampler. Aber keiner ist irgendwie so wie dieser Sampler. Und an denjenigen YouTube-Kandidaten, der jetzt auch gefragt hat, dieser Sampler ist eigentlich nichts anderes als diese ganzen anderen Sampler, die man so findet. Denn der kann genau dasselbe. Genau dasselbe kann er. Wir befinden uns hier in der ersten Oberfläche. Und ich möchte mal das nochmal zurückholen. Denn diese erste Oberfläche ist eigentlich schon die zweite Oberfläche. Denn das hier ganz vorne, das ist eigentlich so die erste Oberfläche. Wenn man so hier rauf guckt, Zone, Samples, bla bla. Und wir sind jetzt hier in der Zone. Und hier kann man jetzt ganz witzige Sachen machen. Das heißt, ich nehme jetzt zum Beispiel den hier. Auswahl loopen, Sample stützen. Und dann nehme ich mir zum Beispiel, habe ich jetzt hier Audio 1. Das ist mein erster Wasserflaschenschlag hier. Und dazu nehme ich jetzt noch Audio 2, das heißt mein zweitbearbeiteter. Na, wenn man sieht, der hier fängt später an, der hier fängt eher an. Das heißt, ich habe hier eigentlich eine, ja, wie soll man das nennen, eine Layer-Funktion. Ich kann das wirklich hier völlig übertreiben und sagen, ich setze hier 20 verschiedene Sounds rein. Und den verändere ich ein bisschen. Der ist zu leise, dann mache ich den ein bisschen lauter. Ja, und dann klingt das so. Also ich kann hier zigtausend Sounds untereinander setzen und die dann miteinander layern. Ja, so nennen wir das einfach mal. Hier hinten seht ihr einfach nur den Root Key oder die Tastatur, ab wo der spielen soll. Das ist eigentlich uninteressant, der Bereich hier hinten. Auch diese Sachen hier oben wie Auto und POW sind für mich böhmische Dörfer, da ich das Ding nicht inhaliert habe und damit morgens auf Klo gehe, sondern ich weiß ungefähr, wie er im Groben funktioniert. Und genau das will ich euch ja auch nur zeigen, beibringen quasi. Lustige Funktion ist hier auf jeden Fall die Reverse-Funktion, die sehr viel Spaß macht. Und ja, dann habt ihr gerade gesehen, dass ich hier was Schwarzes von links nach rechts geschoben habe. Das ist quasi unser Start- und Zielbereich.
was man mit dem Lustiges machen kann, da kommen wir jetzt gleich zu. Denn wir haben hier unten noch eine Snap-Funktion. Diese Snap-Funktion ist uninteressant. Fragt mich nicht genau, was es bedeutet. Findet selber heraus. Dann haben wir den Root-Key. Das heißt, welchen den Standardton. Jetzt haben wir zum Beispiel den A5 oder wir gehen ganz runter. Ja, und ich drücke immer dieselbe Taste. Wir bleiben jetzt auf C3, da wir erstmal nur die Grundfunktion ein bisschen checken wollen, bleiben wir auf C3. Hier natürlich die Detune, das heißt, wir verstimmen den Ton. Ja, halbtonmäßig. Die Scale, das ist die Klaviatur sozusagen, wenn ihr mal drauf achtet. Ich drücke jetzt immer denselben Knopf. Das war jetzt immer derselbe. Also auch das kann ich nicht genau erklären. Das hat irgendwas damit zu tun, dass ihr wisst schon und so. Ja, das Panning, das ist eigentlich jedem klar, links und rechts. Volume ist auch klar, Lautstärke. Und hier ganz, ganz, ganz entscheidende Felder. Ich nenne das mal One-Shot, Wiederholungs-One-Shot und Links-Rechts-One-Shot. Blödsinn. Also wir haben den One-Shot, ich drücke einmal den Knopf und er hört auf und ich halte immer noch gedrückt. Hier wiederholt er den ganzen Part immer. Und zwar in dem Fenster, wo ich ihn hier einstelle. Das heißt, er läuft hier vorne los, rennt dann hier los und hier wiederholt er sich dann. Und hier habe ich einen Knight Rider Modus, das heißt, er läuft los und rennt immer wieder zurück. Ich nenne das mal Knight Rider Modus. Ja, und jetzt eigentlich der Sampler, warum es ein Sampler ist, denn hier erfahrt ihr es am besten. Der Sampler ist natürlich dafür gedacht, Musik zu spielen. Ja, ihr merkt, ich kann kein Keyboard spielen, was nicht so schlimm ist. Hier hinten haben wir, oder hier unter haben wir noch die Release-Geschichte. Das heißt, wir haben noch hier zusätzlich ein File-Pärchen sozusagen, was wir verschieben können. Das bedeutet einfach, wenn wir die Release aktivieren, wenn wir aufhören zu drücken, bleibt er auch in diesem Feld stehen. Aber wenn wir jetzt unsere Release ein wenig hochschrauben, bleibt er außerhalb des Release-Feldes. Das ist schwer zu erklären. Okay. Und Release. Ja. Okay. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Probiert selber aus. Also eigentlich heißt es, dass ihr einen anderen Release-Bereich wählen könnt als Abspielbereich. Ja. Was war hier hinten? Start und Ende ist klar. Ne? Das heißt, wenn ich das hier drehe, dann passiert das ungefähr. Und den ganzen Bereich kann man zu zweit dann auch noch nehmen. Und das hört sich auch ziemlich, ziemlich, ziemlich geil an. Also kann man auch eine schöne Modulation machen und den ganzen Part kann man auch noch automatisieren. Da kommen wir aber gleich zu. Wir haben einen Oszillator, der das Signal quasi nochmal moduliert. Dafür wählt man hier hinten einfach eine passende Lautstärke und eine Velocity aus. Selber
irgendwann blutet schon wieder das Herz, weil das sind so genau die Töne, die beim Dubstep so richtig eklig sind und geil sind. Also das heißt, ich kann hier Frequenzmodulation oder Amplitudenmodulation einfach mit dazugeben. Das heißt, in dem Falle kann ich mir eine Waveform aussuchen und die moduliere ich da einfach mit oben drauf. Ja, uninteressant. Ich mag den Oszillator nicht, ich benutze ihn auch ganz selten. Was dagegen eher interessanter ist, ist unsere Pitch Envelope, das heißt unsere, ja, dieser Anfangspitch, den drehe ich jetzt hier mal voll auf und ihr hört mal. Oder von unten nach oben. Und das Ganze sehr lang gezogen, klingt dann ungefähr so. Also ihr habt gesehen, das ist hier quasi unser Pitch-Bereich, mit dem können wir hier lustige Sachen einspielen. Aber zum nächsten wichtigen Feld, ganz, ganz wichtiges Feld, ist zum Beispiel hier unsere Filterfunktion. Wir haben hier die ganz normalen Filtereinstellungen, das sind DMs, bedeuten hier Morph. Dann haben wir den Low Pass, den Band Pass, den High Pass und den SVF. Das sind lustige Geschichten, aber ich empfehle euch immer wieder diesen Morph-Filter, denn der ist geil. Und viele sagen jetzt, wieso Morph-Filter? Das ist doch High-Pass, Band-Pass, Low-Pass, das ist doch irgendwie, ne, alles komisch. Aber wenn man hier unten am Morph-Rädchen dreht, dann morpht er auch. Wenn ich das so hoch und runter mache, da kommt eine geile Bewegung in den Sound. Und um diese Bewegung hier automatisch ablaufen zu lassen, gibt es natürlich den nächsten feinen Parameter, auf den wir gleich zu sprechen kommen. Aber erstmal haben wir hier natürlich die Hüllkurveneinstellung für den Filter. Das heißt, wir können hier bestimmen, dieser Filter, wie schnell soll er ansteigen. Ja, oder ganz witzig ist auch sowas. Ja, also quasi nur die Hüllkurve. Denkt nur immer daran, nicht so wie ich eben, dass ihr hier hier dran rumspielt, aber den vergesst. Also die Amount musst ihr schon einstellen, das ist quasi ja wie der Dry-Weight-Regler, so nennen wir das mal. Hier unten habt ihr einen kleinen Wave-Shaper eingebaut, der Wave-Shaper ist natürlich Rotze. Ich würde dann, den Wave-Shaper vorziehen, ne, den hier ganz unten, der macht dann deutlich mehr Fade. Das kann gleich echt laut werden. Ja, also der Wave Shaper hier, der hat schon mehr in sich. Aber der hier unten ist nicht schlecht. Um den Sound einfach ein bisschen verrotzter zu machen. Wie gesagt, rein. Ich lasse ihn jetzt mal hier so stehen.
Ah, das ist gut. Das hier ist unsere globale Hüllkurve. Das heißt, alles, was ihr hier ändert, hat keine Auswirkungen direkt auf das Geschehen oder das Geschehen oder das Geschehen. Doch, eigentlich auf das Geschehen. Aber es ist halt global. Na, man hört das auch. Also es ist halt einfach nur die globale Hüllkurve. Ich hoffe, diese kleinen Parameter hier unten drunter muss ich euch nicht mehr erklären. So alt seid ihr schon. So, liebe Kinder, denkt daran, Rauchen ist echt scheiße, weil ihr euch dabei die Lunge auskotzt. Und scheiße sagt man nicht, verdammte Kacke. Und ich rauche einfach nur deswegen, weil ich krebssüchtig bin und frühzeitig ableben will, liebe Kinder. Ja, die AUX-Sektion hat mich noch nie begeistert, weil ich weiß nicht, wofür sie ist. AUX heißt irgendwas von außen, Auxiliary, keine Ahnung, interessiert mich nicht, ist ein Müll. Juckt mich also nicht. LFO1, ganz witzige Sache, aber nutze ich auch selten, weil der LFO1 bewirtschaftet genau vier Dinger hier, sag schon vier Einstellungen. Wir haben einmal die Lautstärke. Dann haben wir einmal das Links- und Rechts-Panning. Dann haben wir einmal den Filter. Und wir haben einmal unseren Pitch. Aber das sind Sachen, die sind halt so voreingestellt. Ihr könnt natürlich hier auch eure Muster ändern. Muster sage ich schon, eure Wellenform. Ja, wichtig ist LFO 2 und LFO 3. Also es gibt Sounds, die kann man wirklich tausendfach modulieren. Und ihr habt zum Beispiel eben gehört, dass ich hier dran rumgedreht habe. Und der Sound dadurch ziemlich dick wird. Geh mal aus. Und dieses möchte ich jetzt automatisch modulieren. Das heißt, ich kann mir hier zum Beispiel sagen, okay, ich möchte mein Morph ändern. Wo ist jetzt hier mein Morph? Da, Filter Morph zum Beispiel. Und ganz wichtig ist auch hier, dass ihr die Envelope hochdreht dafür. Und je stärker ihr die hochdreht, desto schlimmer moduliert er. Ja, und hier kann ich halt das nächste Ziel aussuchen, zum Beispiel mein Pitch, nö, die Lautstärke zum Beispiel. Achso, das ist die Oszillator-Lautstärke, die bringt uns natürlich nichts, weil wir keinen Oszillator eingestellt haben. Ja, sowas zum Beispiel könnt ihr einstellen. Ihr könnt den Sample Selector zum Beispiel, das ist dieser Kumpel hier. Schlecht. Müsste man einen großzügigeren Sample-Bereich für haben. Ihr könnt eure Pitch-Raten ändern. Ja, und
hier, das ist eigentlich so die lustigste Sektion. Also da kann man wirklich viel Spaß mit haben. Probiert es einfach mal aus und bastelt ein bisschen dran rum. Falls ihr noch Fragen zu habt, hier gibt es eigentlich keine Fragen mehr zu. Das ist die Attack-Zeit, das ist Retriggern an oder aus. Das heißt Retrigger, jedes Mal, wenn ich drücke, muss er nicht immer bei 0 anfangen, sondern hört auch mal in der Steilkurve auf und fängt da wieder an. Und wie auch immer. Also das ist eigentlich so ganz simpel die ganze Geschichte. Habt einfach mal Spaß damit. Letzter Bereich, MIDI, ist das Kindereinfache. Ich hoffe hier, oder ich werde einfach mal was zu erklären. Zum Beispiel hat jedes Keyboard, jedes MIDI-Keyboard hier so 2 Räder. Das ist einmal das Modulation Wheel und einmal das Pitch Bend. Und hier kann ich natürlich die Ziele bestimmen. Hier sage ich jetzt zum Beispiel, möchte ich mal ein Panorama drauf haben. Und dann, wenn ich jetzt am Rad drehe, oder diese Aftertouch-Geschichte könnte ich jetzt hier sagen, okay, ich möchte meinen Pitch darauf haben und zwar doll. Und wer Aftertouch kennt, man drückt die Taste. Klingt so. Und wenn man die Taste doll drückt, nämlich Aftertouchen, also nochmal nachfassen. Kann damit quasi seine MIDI-Sachen vom Keyboard ansteuern. Dementsprechend natürlich auch die Velocity. Die Velocity könnte hier auch unseren Pitch steuern. Das ist immer so das Markanteste. Wenn ich jetzt die Taste drücke, doll, passiert nicht wirklich was. Wenn ich jetzt die Velocity hochdrehe, langsam drücken, doll drücken, langsam drücken, doll. Noch doller, ganz langsam, doll, und das ist alles dieselbe Taste. Also wie gesagt, da muss ich ja nichts mehr zu erklären. Ja, was wir jetzt eigentlich quasi gemacht haben, ist ein Ton so verändert, und zwar klingt er so. Und jetzt klingt er so. Und ihr habt hiermit natürlich jetzt die komplette freie Auswahl, was ihr damit machen wollt. Also ihr habt hier übrigens noch BMLR, das heißt bidirektional in beide Richtungen, also links und rechts. Ihr habt den Mono, ihr habt links, ihr habt rechts. Und ihr könntet jetzt auch links sagen, okay, ich möchte links hier anfangen, nee, rechts da anfangen und links hier anfangen. Und nein, das übernimmt er nicht, warum auch immer. Ja, komische Einstellungssachen. Aber naja, ihr findet euch damit schon zurecht. Ich denke mal, das Wichtigste ist gesagt, die Oszillator-Geschichte und die Pitch-Geschichte, eure globale Filtereinstellung mit eurem Shaper dazu und natürlich das Wichtigste, euren LFO-Bereich. Und wenn ihr das Ganze jetzt weiterspinnt, könnt ihr natürlich... könnt ihr dann natürlich fette Sounds draus machen, die richtig Spaß machen. Dann haut ihr dann noch einen Bass drunter, einen vernünftigen Bum-Bum, und setzt hier noch ein Pre-Delay hinter und auf jeden Fall noch einen Saturator, um das Ganze noch ein bisschen zu zerstören.
das war's gewesen. Wir haben aus einem Wassergongschlag, dong, genau aus dem, haben wir genau diesen Sound gebaut. Und ich sag mal eins, wir könnten rein theoretisch, nur dass wir hier vorne drehen, den Sound. Total ändern und wir können ihn hier auch wieder zumachen. Ja, und wir können ihn natürlich wieder aufziehen. Alles gesagt. Ich hoffe, ich habe alles gesagt. Gut, liebe Leute, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem kleinen, feinen Tutorial über den Sampler ein bisschen helfen. Und falls nicht, schreibt das unten in den komischen Thread da unten, da ihr wisst schon, da in die Kommentare, genau. Und falls doch, schreibt das auch in die Kommentare. Und falls euch das überhaupt nicht interessiert hat, schreibt das auch in die Kommentare. Und falls ihr das Video gar nicht angeklickt habt, schreibt das auch in die Kommentare. Gut, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch einen schönen restlichen Montag noch und wir sehen uns dann in näherer Zukunft wieder. Haut rein, Peace und Tschüss.